12. Blöder Moment für den Rollsbrei. Willkommen zurück zu The Witcher 3. Etwas ist faul im Start der Animark. Und das wollen wir jetzt hier rausfinden. Irgendwas ist hier drin los. Ein paar Crystal Fistech Diele haben wir im Wohnwagen aufgebaut. Und ich befürchte Schlimmes. Verdammt! Wer zum Teufel bist du? Ich bin ein Hexer. Oder, wie ihr Brüder mich gerne nennt, ein Mutant. Du solltest gar nicht hier sein. Und Ritter der Flammenrose sollten keine Menschen umbringen oder Drogen herstellen. Ja, sollten wir nicht. Wir sollten die Unterdrückten beschützen. Wir glauben an das ewige Feuer verbreiten. Aber Radovid hat uns reingelegt, seinen Schwur gebrochen und unsere Brüder an die Front geschickt. Als der mächtige Orden ausgeblutet war, hat er uns aufgelöst. Er hat unsere Ländereien und Besitztümer für seinen Krieg verwendet. Wer nicht widersprach, wurde zum Hexenjäger ernannt. Wer es wagte, sich gegen ihn zu erheben, wurde eingesperrt oder ins Exil geschickt. Wir sind nur wenige, die noch die Farben tragen. Und wir müssen einen neuen Platz für uns finden. Glückwunsch und auf Wiedersehen. Ihr seid also zu Schurken geworden. Wolltet ihr das, was Siegfried von Denesle wohl dazu sagen würde? Siegfried von Denesle würde... Aber woher kennst du... Ich kenne dich. Du bist Geralt von Riva. Du hast Jack der Aldersberg getötet. Ganz genau. Und wenn ich müsste, würde ich es wieder tun. Das war der Beginn unseres Niedergangs. Das hast du ausgelöst, verfluchter Mutant! Zieh deine Klinge! Kein Grund zu brüllen. Bitte einfach höflich darum. Ah, was hat der gemacht? Au, 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 au. Hey, hallo, ihr Penner. Autsch, verdammte Kacke. So, der ist schon mal weg, Gott sei Dank. Komm her, Hexer! Hierher! Hier, Hexer! Hexer! Hat's es noch nicht? Bams! So. Stirb! Ah. Ein bisschen Sachen mitnehmen hier. Der hat noch gezuckt. Ich dachte, man kann auch rollen. Ich bin so die Dark Souls Musik gewohnt. Dark Souls Musik. Was rede ich für Mist gerade?
Mit der Achselsteuerung komme ich jetzt auf Musik, ey. Ah. Okay. Scheiß drauf. Schinkenbrötchen. Oh, da sind ja noch zwei. Huhu. Na. Da ist er verkokelt. So, nix wie raus da. Oh, Plötze. So, und auf geht's zu der Bande, die dieselbe Frisur teilen. Ach, komm halt. So. Die Frau, die uns angehört hat, die uns da ein Katzenauge nennt. Kann ich nur hier so durchreiten? Ich erinnere mich noch. Ja, ja. Ich bin wirklich gespannt, wie die Story so sein wird. Man kommt ja... Nee, kommt man nicht. Ich dachte, man kommt nach in ein anderes Land, aber da habe ich mich geirrt. Das glaube ich kommt erst mit Blood and Wine. Das sind wieder die Neckermänner. Hab ich den schon? Ja, den kenne ich schon. Dieser Kraftschrein. So, ein bisschen Ausdauer auftanken. Wann hast du dir zuletzt die Haare gewaschen? Wann habe ich mir zuletzt die Haare gewaschen? Kann ich dir nicht sagen, da ich ja keine hab. Auch wenn es irgendwie nicht zum Witcher an sich passt, aber ich würde das noch so genial finden, wenn es hier noch so ein Housing-System und so Zeug geben würde. Ich mag sowas einfach.
Ich würde gerne viel, viel, viel mehr Zeit noch in The Witcher verbringen. Wenn The Witcher noch ein bisschen mehr jetzt, wieso? Und so mehr Sachen bieten würde wie Fallout, wäre richtig genial. Beweg dich! Aber trotzdem, wenn ich angucke, glaube ich, habe sogar mehr Folgen bis jetzt noch von The Witcher als von Fallout. Weiß ich aber, das noch ändern dürfte, denke ich. Jetzt ist mir gerade Fuß eingeschlafen. Sehr, sehr unangenehm. Hi Jungs. Ah, hier kann man wieder nicht galoppieren. Hey Daniel. Da sind wir ja schon. Ich glaube, nach Ochsenfurt muss ich sowieso auch für die andere Quest, darum passt es noch. Schreib mir nichts, wie? Ich habe nur eine einzige Lüge. Boah, sind die gerade am Kotzen, oder was? Ach, da ist sie ja. Ich hab deinen Freund gerecht. Ha! Ich wusste, du schaffst es, Katzenauge. Ich wusste es. Also raus damit. Wer war der Mistkerl? Mistkerle. Brüder des Ordens der Flammenrose. Was hast du mit ihnen gemacht? Mit heißen Eisen verbrannt? Die Augen rausgerissen? Gehäutet? Nein, nur getötet. Oh, stattlich und langweilig zugleich. Hier, Katzenauge, dein Gold. Sollte für ein bisschen Extravaganz reichen. Na dann danke auch. Oh. Sorry, ich muss doch bitten. So, aber bevor ich die Kanalisation betrete, sollte ich lieber mal noch meditieren. Frustriert vom Leben oder was? Sag's ja, Dark Souls Steuerung. Kann ich denn jetzt hier untersuchen? Da war doch was. Stiefelspur. Groß. Von einem Mann wohl. Ich dachte nur, Frauen suchen nach dem verwunschenen Prinzen. Hm. Wohl doch nicht. Tschüss. Saphirstaub. Schwertwunden. Das war kein Monster. Geschlossen, klar? Wag es ja nicht. Bitte, tu mir das nicht an. Shami? Geralt? Was machst du hier? Ich versuche, ihn zu retten. Hilf mir. Shami, hör auf. Er ist tot.
ich bin sicher, irgendwas können wir tun. Lass das sein. Verdammt! Alles umsonst. Du hast getan, was du konntest. Klar, und die erinnere ich mich irgendwie. Haben wir den nicht mal in irgendeinem anderen Teil getroffen? Witcher 2 oder so? Es ist schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Hab dich nach Vysima aus den Augen verloren. Was hast du getrieben? Lange oder kurze Fassung? Ich habe mich für immer um die Kranken und Verwundeten gekümmert. Vor allem in meiner Ochsenfutter Klinik. Aber in Redanien helfe ich bisweilen nach der Armee. Ich will auch die lange Fassung hören. Sicher. Wenn wir aus der Kanalisation raus sind. Ist die redanische Armee auch dienstlich hier? Oder vertritt sie sich in der Kanalisation nur die Beine? Die Befehle kamen heute Morgen. Ich bin mit einer Einheit hier runter. Dann hat uns etwas angegriffen. Der Soldat. Hat er dir was bedeutet? Er hieß Noels. Nächste Woche hätte er Urlaub gehabt. Das hat sich jetzt erledigt. Auch für den Rest seiner Einheit. Wie viele waren sie? Ein ganzer Trupp. 6 tapfere Jungs. Alle tot. Was hat euch angegriffen? Hast du es gesehen? Nein. Ich bin gerannt, als es aufgetaucht ist. Es war riesig. Hat Gift gespuckt und so Schlürfgeräusche gemacht. Mehr weiß ich nicht. Hm. Wohl kein großer Nekrophage und kein Ertrunkenenrudel. Nein. Das war nur ein Ding. Ein großes. Jemand hat eine Fackel draufgeworfen. War dem Monster egal. Vor Feuer hat es also keine Angst. Gut zu wissen. Wieso haben sie euch hier runtergeschickt? Also, wenn's nicht vertraulich ist. Ich brauche eine Giftprobe von dem Vieh, das durch die Kanalisation streift. Es sterben nicht nur die Leute, die hier runterkommen. Das Wasser in den Brunnen ist vergiftet. Die Leute werden krank, auch die redanischen Soldaten. Ich will das Monster töten. Ich kann dir etwas Gift mitbringen. Nett von dir. Aber ich würde lieber mitkommen und die Probe selber nehmen. Die Kreatur ist gefährlich. Du hast gesehen, was sie tut. Ich bin ein großes Mädchen, Geralt. Ich komme zurecht. Versuch nicht, es mir auszureden. Du weißt, wie stur ich bin. Ja, na schön, deine Entscheidung. Zeigt mir also, wo das Monster euch angegriffen hat. Hier lang. Berühmt letzten Worte. Das ist verboten. Das muss was Großes mit Schwung gewesen sein. Ich habe es zugemacht, als ich geflohen bin. Das Monster muss reingekracht sein. Gut, dass es gehalten hat. Aber jetzt müssen wir einen anderen Weg finden. Lohnt es sich überhaupt, da draußen zu suchen? Ich hoffe eher, dass der Schlag des Monsters eine der Wände geschwächt hat. So geht's auch. Ich höre doch schon wieder irgendwas rumtapsen da. Vorsicht, vielleicht ist das Monster noch hier. Auf jeden Fall wird's da schleimig. Ich gehe mal fest davon aus, es ist das Alien. Soldaten aus deiner Eskorte? Ja, das sind sie. Vern, Miklas, die Armen. Die Bestie scheint nicht herumzuspielen. Sie haben mir das Leben gerettet. Kanntest du sie gut? Ihn erst seit heute Morgen. Aber Vern kenne ich noch aus der Schlacht von Dorian. Miklas ist erst seit Jule dabei. Tut mir leid. Wenn das Biest tot ist, müssen wir jemanden herschicken, der die Leichen holt, damit wir sie anständig beerdigen können. Was genau ist passiert? Wir kamen hier rein und Miklas wollte nach Spuren suchen. Dann griffen Ertrunkene an. Mit denen haben die Männer kurzen Prozess gemacht. Aber Franz ist verletzt worden. Am Bein. Ich wollte ihn verbinden. Noels stand Wache. Dann erschien das Monster.
Nols schubste mich zum Ausgang und rannte auf das Vieh zu. Ich drehte mich um und sah ihn in irgendeinem klebrigen Zeug liegen. Ich holte ihn und schleifte ihn dahin, wo du uns gefunden hast. Wo war das Monster? Miklas und Vern haben es von uns weggelockt. Und teuer dafür bezahlt. Hast du gesehen, was euch angegriffen hat? Es geschah zu schnell. Ich habe es nicht genau gesehen. Nur von hinten. Groß war es. Und schleimig. Ich muss mich umsehen. Der Mann, den du verarztet hast, ist er hier? Franz? Ich sehe ihn nicht. Vielleicht hat das Monster ihn fortgeschleift. Kann sein. Das Biest ist vermutlich hier reingekommen. Oder raus. Ganz schön tief. Ganz schön tief. Die untere Ebene der Kanalisation ist seit Jahren versperrt. Aber Kommandant Vern hatte einen Generalschutz. Mal sehen, ob ich ihn finde. Na, da freue ich mich aber, darunter zu gehen. Geralt, alles in Ordnung? Alles klar. Hier komme ich nicht runter. Ich suche woanders. Sei vorsichtig. Ich glaube, nach der Folge mache ich mal kurz für mich selber nochmal das Tutorial zu The Witcher. Ich habe keine Ahnung mehr vom Kämpfen. Voll schlimm. So, einmal mitten durch, bitte. Geralt, alles in Ordnung? Ja. Und du? Wie bist du hier reingekommen? Kommandant Vern hatte die Schlüssel zu den Gittern. Sieh mal, da ist Franz. Was von ihm übrig ist, meinst du? Was für eine Kreatur würde sowas tun? Viele ertrunken hier. Bedeutet das was? Das heißt, dass unser Monster die nicht angreift. Scheint mit den übrigen Kanalisationsbewohnern zurechtzukommen. Symbiotisch vielleicht. Interessant. Was? Franz war am Bein verwundet, nicht wahr? Mhm. Direkt über den Knie. Konntest du es mit was behandeln? Ja, mit Schnaps. Aber das war alles. Warum? Sieh mal, das Bein ist halb weg. Das Monster muss es abgebissen haben. Die anderen Leichen waren unberührt. Bis auf die Wunden aus dem Kampf. Willst du behaupten, das Monster mag Alkohol? Mhm. Mit Blut gemischt. Hier erfahren wir nichts mehr, glaube ich. Wir müssen das Lager finden. Bin direkt hinter dir. Gucken wir mal. Ist das vielleicht eine Art Vampir? Wir hatten ja das schon mal in The Witcher. Da hatten wir ja einen Vampir, der mochte das. Also der mochte seine Opfer, wenn sie betrunken waren. Shani, kannst du hier deine Probe holen? Sicher. Vermischt mit Dreck, Geröll und ertrunkenen Kot. Die Probe muss sauber sein. Man kann auch wählerisch sein. Shani, pass auf! Weg da! Brenn! Brenn! Arme Frau. Sie hat versucht rauszugelangen. Vergeblich. Das könnte echt fast ein Alien sein. Eine unglückliche Romantikerin. Wollte einen Fluch brechen, starb stattdessen einen ekelhaften Tod.
Aber nun gut. Was das Monster ist, ob wir es finden, natürlich werden wir es finden. Und wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge von The Witcher 3. Bis dann.